Hallo zusammen, willkommen zurück zu Minecraft Boss und weiter geht's mit Spark. Hallöchen. Und dem Kev, ne, das Kev hier. Hallihallo, ich bin diese Kugel hier. Was so. Ist das für ein Apfel? Oh mein Gott, no, don't do it. Ja, ein sehr gutes Start, weißt, aber ich muss die schwere Tour nehmen. So, wir haben noch ein bisschen gefahren. Wir haben nämlich jetzt ein paar, oder ich habe noch ein paar Blöcke gefunden, Titanium genau. Und unter Uranium. Den Inseln gab es manchmal teilweise richtig komplette ganze Blöcke. Und die haben uns einfach geschnappt. Und ich habe zwei jeweils gefunden von Titanium. Alter. Bam. Und zwei von Uranium. Irish Luck sind da auch sowas wie Lucky Blocks, oder? Ja. Oh, eine Kartoffel, schön. Wow. Oh, ich habe gar nicht dran gedacht, mir ein Dierschwert zu machen. Ich glaube, ein Eisenschwert rum noch. Dann mach ich mal Folgendes. Achso, ich dachte, du hättest ja so P-Schwert gemacht. Ultimate Sword. Guck mal, ja, Spark. Nee, ich meine Spitzhacke. Achso. Oh, wenn jetzt was... Ja. Oh, Creeper. Oh, Mist. Oh, nur noch einer übergeblieben. Och, Mann. Achtung, und ist hinten. Ich crafte erstmal die Rüstung hier. Komm, ich will jetzt fette Ultimate. Armer Peter. Einfach alles explodiert. Ich habe übrigens noch 59 Blöcke. Genau, dann habe ich nur das hier gefunden. Aber das ist wahrscheinlich jetzt unnötig, wenn ich das jetzt drücke. Aber ich mache es einfach mal. Die Kartoffel ist aber krass. Die hat Efficiency 10. Efficiency? Ja. Seht ihr das? Guck mal, Kev. So. What? Oh. Ei, ei, ei. Was war das denn? Das war so ein random... Oh, was war das? Lol. Ich hab die getötet oben. So. Oh, jetzt nice, das sieht sexy aus. Ich will auch. Chill. Jeder, kannst du mir ein bisschen Eisen mal zuwerfen, weil ich hab das Gefühl. Endlich alles weg. Ein random Ding machen hier. Danke. Ich hatte so einen komischen Block, dann wurde halt immer so ein Schwert rausgezogen. Hier sowas. Dann sowas. So ein Schwert, so eins. Boah, das sieht cool aus, Alter. Sehen gut aus, auf jeden Fall. Aber die sind kacke. Ja, stimmt. So. Ich habe auch noch was für euch. Und zwar habe ich hier... Ich habe hier aus dem Jenseits... Habe ich hier ein paar Freunde mitgebracht. Oh nein! Das sind die Lufthaie. Weißt du was, mit der Rüstung machen mit mir keinen Damage mehr, ne? Und ich habe noch zwei Vögelchen mitgebracht. Wir brauchen aber erstmal die Rüstung. Ja, ich tränke die alle weg. Ich habe auch noch zwei Iron Golems. Alter, wie viele Starks? Dann 30 Stück oder so. Oh. Hast du mal Eisen für mich, Spark? Oh, Mist. Warte. Ich bin Spark, jetzt am Spawn. Du bist mein Mann. So, weg mit den Eimern. Spark ist mein Mann. Weil die ist voll chaotisch alles. Wow. So, ich bin jetzt an unserem alten Spawn. Vielleicht haben wir ja da noch Eisen. Hätte halt im Bau. Jetzt habe ich alle meine Blöcke abgegeben, weißt du? Ja, du kannst das von mir gerne wiederholen. Boah, Alter, man lootet hier echt so viel. Ja, das Inventar ist immer komplett. Farmen ist unnötig. Hier, das kenne ich schon. Aber wo bist du denn, Spark? Ja, ich bin da, wo wir eben gerade noch waren. Ja, aber ich weiß nicht, wo es war. Ich bin gestorben. So, das ist bei -3 und Y76. Spark, wo bist du? -3 und Y76. Ich bin oben der Shark. Du bist der Shark? Lol. Der war lustig. Hast du noch vielleicht Sachen für die Rüstung? Yes, ich kann dir gerne sogar noch eine machen, glaube ich. Soll ich eine volle Rüstung machen? Ja, bitte, weil ich hab's irgendwie nicht hingekriegt, was zu farmen. Ja, das Problem ist ja, die Viecher, die nerven mich gerade. Ja, okay, ich kümmere mich drum. Oh, das bist du. Ja, der Shark bin ich. Das heißt, ihr seid irgendwo... Oh, die kicken mich weg. Die kicken mich vom Crafting-Table weg. Ja. Ich gebe mein Bestes. Ich spawn auch gleich nochmal richtig krasse Sachen. Oh, cool, ah, Alter. Da ist das. Ah, okay. Die droppen halt so viele Pokémon-Karten, die man erlernen kann. Aber ich weiß noch nicht, wofür. Ich habe auch keine Ahnung, wofür. Ich bin tot. Lol. Warte. Wohin? Ah, nein, die kicken mich vom Crafting-Table die ganze Zeit weg. Ich habe gleich einmal eine komplette Rüstung mal für dich. Was hast du nochmal gesagt, wo du bist? Weißt du was? Ich bin auch gestorben, ich komme zu euch. Nein! Ich bin wieder. Ich war fast da. Das kannst du doch nicht machen. Ist deine OP-Rüstung. Ich bin gerade gelandet. Zeug, was ich hatte gecraftet. Schnapp dir das Zeug. Oh, wow. Das liegt hier unten. Dankeschön. Okay. Ich brauche diese Kackrüstung hier nicht mehr. Warte, lass mich mal im Killen hier von den Dingern. Komm, hier töte Alter, mich. Alter, sehr, sehr sexy. Töte mich. Jetzt können wir mein Inventar aussortieren. Ich habe so viele Goldblöcke. Ich habe 1,5 Stack Goldblöcke.
Brauchen wir nicht, oder? Jetzt machen wir gerade noch Folgendes. Jetzt gehen wir nochmal ganz auf Spawn, also suchen und klatschen ein paar Bosse durch. Weil das Ziel ist jetzt Bertha. Und für die Bertha brauchen wir jede Menge Creature Products. Warte, gib mir erstmal Eisen. Ich will. Oh, ich hänge fest. Hunger. Na? Jetzt bin ich zum Glück ein Cloud-Sharken, kann endlich auch fliegen. Danke, das fühlt sich so geil an. Ja, okay, wo ist Eisen drin? Ich finde das mal cool, wenn wir alle die gleichen sind. Dann sind wir die Cloud-Shark-Armee. Okay? Cloud-Shark. Oder habt ihr schon den Geist gesehen? Nee, noch nicht. Glaube ich. Oder die helle fliegende Insel? Spark, wo ist das Eisen hingetan? Hier? Das gelbe? Warte, das Eisen habe ich hier. Soll ich was geben? Warte. Da. Okay. Vorsicht, ich bin ein Geist. Sieht so aus, ob der Hai das gefressen hat, ne? Und dann craft ich mal eben. Man sieht ihn nur halb. Ich greife auf die Kiste. So, lol, dann habe ich Holz, wo nur drei. Ich brauche nur ein Crafting Table. Hier. Dann lass mal los, legen noch ein paar Spawn-Eier finden, weil jetzt genau, sucht schon mal die Bosse zu besorgen. Wir sind jetzt einigermaßen ausgerüstet, das heißt, wir sind auch nicht mehr so einfach down zu kriegen jetzt, ne? Hatten wir die nicht ganz damals da hinten, hinter dem Dorf bei den Bergen ganz viele? Ja, aber die haben alle abgefarmt. Nee, ich habe einige übergelassen. Die sind alle weg. Wo ist jetzt der Crafting? Ich flieg da nochmal rüber. Ich hab den vorletzten Boss als Spawn-Eye gerade gefunden. The Dried King. Was? Keine Sorge, den kriegen wir jetzt noch nicht. Komm, wir müssen spawn irgendwann später nochmal die Anstil-Dimension, um dann die Royal Guardian-Rüstung zu kriegen. Da gibt's Bedrock-Dungeons. Und da müssen wir rein, um die endgültige letzte Rüstung zu kriegen. Also, ja, da habe ich das eine schon mal gesehen. Was ist das denn jetzt für eine Scheiße? Und das Nette war, es gab da, sage ich mal so dezent, 25 Mantis-Spawner. Ja, klar. Die das waren ist nett. Man schafft's, also man kommt durch, es ist aber hardcore, aber man kriegt's hin. Das ist eben das Besondere, das wird hier nicht leicht gemacht. Ich bin nicht durchgekommen, würde ich nur sagen. Ja, du hast ja noch keine Rüstung gehabt. Sind Imperio-Teile schwierig? Imperio? In was? Jawoll! Scorpions? Imperial Scorpions, das sind diese schwarzen mit 350 Leben. Die könnten heavy werden jetzt, ne? Vielleicht kriegen sie mit unserer Rüstung down, das weiß ich nicht. Können wir austesten. Aber nehmen die mal. Mich. Ich glaube, den kriegen wir. Der ist bei mir hier. Wir haben eine richtig schöne. Was greifst du gerade an? Ja, der ist hier schon am Start. Wir könnten, also der erste Boss, den wir so tötet, ist dieser Morphra, diese fette Motte. Alter. Das ist so das erste Ziel. Das heißt, da wäre es cool, wenn wir Spawn-Eier finden. Ich bin gerade unter der Erde und farm gerade ein bisschen Spawn-Eier zusammen. Der ist ganz schön heftig, aber der macht mir keinen Damage. Ah, das ist gut, dann mach den platt. Hau den kurz. Ja, aber jemal, wenn ich ihn einmal schlage, dann haut halt er mich so weg, das nervt voll. Da muss ich 20 Blöcke laufen. So, endlich fertig, Mann. Ah, warte, perfekte Idee. Spark, du bist ein Genie. Ich? So, nichts gesagt? Achso, ja, wusste ich. Ich mach einfach hier ein Loch. Ja, dann kann ich nicht wegknocken. Oh lol, er hat komplett die Erde abgegraben. Macht's einem nicht einfach. Er kann die Erde abgraben. Nice. Und Portable Jukebox habe ich auch gute. So, ey, so dauert das ewig. Ich habe auch noch mal Spawn-Eier. Was ist der Krylophosaurus? Austesten. Machen wir oben. Es gibt ein paar Dinos, die kann man kurz hauen. Okay. Wollt ihr mir nicht kurz beim Skorpion helfen? Ja, wir kommen hoch. Der ist so. Ich bin irgendwo halt gerade tief in der Höhle drin. Ich hoffe, ich finde wieder einen Ausweg. Der ist so nervig. Ich bin nur am Craften hier. Haben wir denn einen Aber Strings? Den Scorpion muss man sowieso killen. Da gibt es nämlich einen Teil raus, den man für die Big Bertha braucht. Theoretisch müssen wir von jedem so ein Vieh einfach drei Stück killen, damit jeder das hat. Komm schon. Und ich habe noch den ultimativen Bogen gemacht. Okay, er ist halb down jetzt insgesamt. Du hast einen Bogen? Nice. Auch durch diese Titanium-Blöcke? Ja, genau. Den Ultimate Bogen. Sexy. Genau. Der ist richtig gut. Wir hatten nur keine Strings mehr, leider. Ich glaube, Strings gehen ja relativ easy zu farmen. Sollte das kleinste Problem sein, oder? So. Ja, normalerweise schon, genau. Hab ich wirklich das Ding abgebaut, oder war das Weinminer? So, da bin ich jetzt ready. Wo seid ihr? Ich bin direkt bei dir, du siehst mich sogar auf der Minimap. Yo. Da kämpfe ich ganz halt den Kampf meines Lebens. Ja, ich habe nicht mehr genug Ores für den Bow. Der Bow ist richtig gut, das weiß ich. Komm schon. Ja, wenn du drei Strings hast, kannst du die einmachen. Ja, ich habe keine Strings. Ich guck mal hier rein. Ja, hier Spark sind Strings ist bei drin. Mir, Peter ist da. Komm, ich gebe euch mal einen Bogen aus. Ja, ich stecke irgendwo in der Höhle fest, ich finde nicht mehr raus. Oh, hat er Infinity bestimmt, oder? Ja klar, das der hat alles. Raus. Ist das der Ultimate Bow ohne Infinity? Ja, klar. Hier, wer möchte einen Bogen haben? Da seid ihr. Ich habe nochmal The King gekriegt. Lol. Ich, aber ich.
Vielleicht kannst du ihn von der Distanz besser platt machen. Ach guck mal, der Scorpion ist hier noch. Ja, deswegen, ich kämpfe ganz halt gegen den. Seit Anfang der Folge. Ich bin da, ich komme hinterher. Hast du noch einen Bogen, Peter? Ja, wolltest du den haben? Ja, gerne. Lol, da kommt aber so ein Thunfisch. Hast du den gespawnt oder ist der wild aufgespawnt hier? Ich hab den gespawnt. Aber okay, schon länger. Ich hab aber erste noch Folge oder wann er war, ne? Wo ist denn der, Peter? Der Bogen? Dann gebe ich dir sofort, warte. Sobald er down ist. Was, so easy kriegst du den down? Ja. Okay. Hier ist ein Bogen für dich und ein Bogen für... Werfst du ein Feuer? Für dich. So, wo? Ich hab'n. Und hier liegt noch einer, Kev. Ah, bingo, dankeschön. Die sind richtig gut. Ich hab verzauberte Diamond Boots. Ich bin ja Oberlasch. Guck mal, ich hab noch einen Wasserdrachen. Oh toll, der kann ja gar nichts. Kann es sein, dass der Ultimate Bow gedroppt hat? Das kann sein, also ich hab jedenfalls einen. Der hat mir nämlich einen Ultimate Bow mit Infinity Power 5 Flame 3 Punch 2 gedroppt. Ne, einen hab ich auch gebaut, ne? So ist das ja nicht hier. Aber mit den Verzauberungen oder ohne? Mit Verzauberung. Wer will hier das Ding haben? Das grüne habe ich schon. Wollen wir mal einen Allosaurus setzen? Jo, hau raus. Hier, da. Boah, da kommt der fette Dino. Lol. 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 Ja gut, der Bogen ist heavy. Hier liegt noch ein Bogen. Ja, das, ich habe einen neuen gekriegt, ja. Ach so, lol. Okay, dann ist gut. Ich habe noch einen Cliff Racer. Ja, hau rein. Ich habe nochmal so einen Skorpion. Weg war, ich brauche nämlich, glaube ich, dreimal diese Imperial Scale, ne? Ja, genau, ja. Big Bertha Gurt, ich hab einen davon. Hydrolisk. Wow, Alter, das ist ja unglaublich. Also, wir kommen mal viel, viel schneller voran, als ich das im Singleplayer so getestet hatte damals. Da bin ich noch erkundlerischer rangegangen. Ich den einfach nicht treffe. Wo ist der denn? Hier hinten. Der hat aber voll viel Energie. Ach, komm, der Hydrolisk, übrigens, der Hydrolisk, den kannst du dir tamen, ne? Echt? Oh, scheiße. Tötet sie. Ich hab sie getötet. Den tamet man sich mit Fischen, glaube ich. Oh, Mist, den konnte man sich tamen, auf jeden Fall. Wer will noch einen dicken Fight haben? Hast du noch so einen Skorpion? Yes. Ich habe noch zwei Eier übrigens. Zwei Eier hast du? Das gefällt mir. Okay. Boah, Alter. Ey, ganz ehrlich, mit den drei Bögen, den hauen wir so heftig schnell down. Ja, aber der Scorpion ist so ein Mittelklasse-Mob, würde ich sagen. Auch Aber der blockt schon ganz schön viel. Ja, aber schon wir zu den Starken noch. Wir können ja als Challenge mal das mit dem Schwert töten müssen. Aber ja gut, der kriegt uns nicht mehr down, er macht uns keinen Schaden mehr. Dank der Ultimate Rüstung eben. Deswegen habe ich gesagt, wir brauchen unbedingt die Rüstung. Und dann können wir jetzt die coolen Sachen machen, ne? Aber für die Zukunft sollten wir vielleicht wirklich sagen, dass wir nicht übertrieben vom Bogen gebrochen haben. Ja, ich bin auch gerade wieder auf Schwert gewechselt. Okay. Das ist irgendwie langweilig. Komm schon! Boah, wie viele Pfeile hier brennen auf dem Boden. Mach mal die kleinen Viecher hier kaputt hier. Gute Idee. Nerven irgendwie, wenn wir ganz gut stoßen. Der hat ziemlich viel Verteidigung, der Scorpion einfach. Mega viel! Man merkt das schon. Und Knockback hat er auch ganz gut. Ey, verzieht euch, ihr kleinen Viecher. Wo seid ihr? Nicht du, Großer. Die Kleinen. Ja, der haut da mit seinem Stachel richtig fest drauf. Der ist was. Ey, der regeneriert sich sogar, ne? Ja, der regeneriert sich. Ja, jetzt bin ich ganz weit hinten. Der hat voll alles Gras auf dem Boden weggeballert mit seiner Attacke, ne? Er ist fast down. 9 hat er noch. Nächster Schlag ist down. Ich will den! Jawohl. Bombs. Da. Da war das wichtige Teil. Spark hat sich's geholt. Ja, ich hab die Scaling geholt. Nicht schlecht. Wir sollten uns mal versuchen, Backpacks zu craften, also ein paar Kühe killen oder so, damit wir ein bisschen so die Sachen reintun können. Oh. Ja, das sollten wir definitiv machen. Dann auf zu den Kühen. Achtung, ich hab noch was. Hui. Ein Nightmare. Nein. Das heißt noch Backpack, wo wir alles reintun können, weil hier gibt's ja wieder Builders, wo nur Steine und so Zeug rein können. Es gibt einen ganz normalen Backpack, dann hast du ein zweites Inventar als Reiter, wenn du Inventar öffnest. Der okay, hat aber schon mal drauf Knapsack. Hier. Das nennt sich Knapsack oder irgendwie sowas. Knapsack. Lol, ich kann den Nightmare töten, problemlos, alleine. Aluminium Brass brauchen wir dafür. Lol! Hat er nicht. Oder? Was ist das denn? Ich hab nur Dinosaurier. Ja. Herzustellen. Also brauchen wir Zookeeper-Shards? Zookeeper? No. Ich dachte, das Aluminium Brass ist nicht so einfach, ne? Was wir dafür brauchen. Nightmare Scale? Brauchen wir auch nicht. Ja, Nightmare müssen wir auch noch spielen. Nee, die brauchen wir gar nicht.
Das ist Night für Nightmare Sword. Ah ne, Big Bertha, da. Hier war ja, ich habe das nämlich eingesammelt. Big Bertha ist richtig krass, was man dafür alles braucht. So, was brauchen wir denn noch jetzt hier? Jetzt haben wir keine Mobs mehr, ne? Keine Mobs. Ein Knapsack brauchen wir. Knapsack. Wie baut man den denn? One Tooth und Kraken Tooth. Oh, wir könnten mal Kraken ausdessen. Ihr müsst einfach knapp eingeben mit einem P. Ach ja. Und dann seht ihr es. Ja, aber da hier, wie wollen wir das Aluminium Brass denn herstellen? Brauchen wir eine Smeltery. Oder stimmt. Gold unten. Das geht auch für einen Knappsack? Einfach nur Gold? Ja, ein Gold-Ingot. Man braucht nur die Iron Tuff, da müssen wir ganz kurz. Ja. Aber das ist auch blöd. Es gibt bestimmt Bag oder sowas, ne? Im Dorf müsste auch eine Smeltery sein. Achso, es gibt auch ganz normale Bags, die du craften kannst. Ich kann auch eine Tüte craften. Ich will eine Was Tüte. Wirklich? Ja, so eine Aldi-Tüte hier. Einkaufstüte. Plastikbag. Was gibst du ein? Wo kannst du sagen, Tüte? Warte, genau, das ist mit Plastik. Wir sind die richtigen Helden der Zukunft. So, was brauche ich denn noch? Bag. Und wie viel passt da rein? Ne, das weiß ich gar nicht. Einfach noch so Raw Plastik, das ist ja richtig teuer. Ach stimmt, gibt so ganz viele Backpacks. Ne, wo wie heißen die anderen Backpack? Von Railcraft. Welches brauchen wir denn? Spark, weißt du das? Nochmal bitte? Welches Backpack meinst du? Ja. Naja, ist halt die Frage. Das habe ich ja von Auge gefragt. Es gibt ja verschiedene Arten von den Backpacks hier. Ich glaube, es gibt keins. Wir müssen es uns gibt den Knapsack. Smeltery steht im Dorf übrigens. Ja, wir müssen einfach nur Aluminium Brass finden. Das war's. Genau. Nee, das ist nicht Gold, müssen wir finden. Wir brauchen die Iron Gold habe ich. Gold hatte ich. Hier habe ich in die Kisten gepackt. 1,5 Gold habe ich. Blöcke. Gold habe ich den ganzen Block. Ja, wie, das reicht ja. Wir brauchen nur Aluminium Brass, damit wir uns die Iron Tool Rods machen können für den Knapsack. Also auf zum Dorf und 3 Tool Rods gebaut. Genau. Gut, aber das würde ich sagen, seht ihr in der nächsten Folge. Alles weitere dazu in der Videobeschreibung. Nicht vergessen, Daumen hoch zu geben und ansonsten bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao. Und tschüss.